Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mit meinem ersten FIFA 19 Video und zwar geht es heute um das Kartendesign von FIFA 19. Und zwar werde ich jetzt nicht meine Facecam einblenden, damit ihr euch natürlich auch genau das Kartendesign anschauen könnt. Wir fangen direkt mal an und zwar habe ich das versucht, jetzt abgesehen von dem Kartendesign, ist fast immer mit dem gleichen Spieler zu nehmen, damit das ein bisschen einfacher ist. Trotzdem habe ich da ein bisschen Abwechslung drin. Ja, wir haben hier direkt die Hero Card, die glaube ich ganz gut aussieht. Ach ja, was ich nochmal dazu sagen wollte, natürlich müssen die nicht so kommen. Das Kartendesign ist halt nur so eine Prediction. Und es kann natürlich sein, dass sie kommen, muss aber natürlich nicht. Also erwartet da nicht zu viel. Wäre natürlich trotzdem ganz cool, wenn da vielleicht das andere Kartendesign dabei wäre. Aber das weiß man natürlich nicht. Also wir haben hier einmal die Hero-Karte, die ganz gut aussieht. Dann die Foot Champions-Karte, die sich jetzt nicht ganz so viel geändert hat. Schon ein bisschen. Und dann haben wir den Spieler des Monats. Was es sich damit auf sich hat, kommt noch in einem anderen Video. Wenn ihr das sehen wollt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt es mir in die Kommentare. Dann kommt noch ein Video zum Spieler des Monats, was es vielleicht in FIFA 19 geben wird. Dann machen wir weiter mit den nächsten Karten. Hier haben wir einmal die Tots-Karte und auch die Record-Breaker-Karte ist ungefähr in dem gleichen Ton gehalten, mit, wenn ihr das seht, neben Hazard diese Striche. Vielleicht kommt auch so ein Design. Dann haben wir noch die Footy-Karte, die auch verändert aussieht, aber ich weiß nicht. Also, kann sein, dass EA das ungefähr so macht, aber da wirklich auch ein komplett neues Kartendesign nimmt. Da habe ich keine Ahnung. Es wäre natürlich ganz cool, wenn er das eine oder andere Kartendesign dabei wäre, was wir natürlich im Video haben. Dann machen wir weiter. Hier haben wir dann die OTW-Karte. Die muss ich sagen, die finde ich richtig gelungen. Wenn ihr so kommt mit diesen Pfeilen, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und die, auch die Birthday-Karte gefällt mir in einem sehr, sehr guten Ton mit dem Feuerwerk. Ich schätze, dass das zu Birthday passen würde. Und zu den Footmas habe ich leider kein Design gefunden. Also ich konnte leider dann auch keins mehr erstellen. Also ich konnte da auch nichts finden oder so, ich habe auch geschaut, aber da war leider nichts und ich wollte jetzt da nicht irgendwas hinmachen und behaupten, ja, das wäre die Footmas-Karte. Ich will einfach versuchen, aber da war halt leider keine Karte von Footmas dabei. Naja, wir machen weiter mit den normalen Karten. Einmal haben wir hier Gold, Silber und Bronze. Da muss ich sagen, das Kartendesign, das gefällt mir auch sehr gut. Ist ein bisschen anders im Hintergrund, so diese Striche, das sieht aus irgendwie so Krallen. Bei der Bronze- und Silberkarte, bei der Goldene ist das ein bisschen anders gehalten. Ich muss sagen, da die Karten finde ich sehr, sehr gelungen und sehen auch sehr, sehr gut aus. Also wenn die in FIFA 19 kommen werden, finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss sagen, es ist ja immer so, wenn man den neuen FIFA-Teil hat, dass man die alten Karten eher, also die neuen Karten erst blöd findet. Sobald man dann die alten sieht, denkt man sich so, yo, wie scheiße sahen die eigentlich aus. Na gut, wir machen weiter. Hier haben wir dann die Team of the Week-Karte und auch die Man of the Match-Karte, die wieder in diesen gehalten ist mit diesen Strichen, die ich meinte. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ist halt auch sehr, sehr schlicht, muss man dazu sagen. Dann haben wir noch die Icon-Card, die eigentlich so ein bisschen wie die normale Legendenkarte von FIFA 17 aussieht, aber auch nicht schlecht gehalten ist. Also muss ich sagen, sieht auch nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Naja, also wie gesagt, mal gucken, was EA da so raushauen wird. Und wir kommen zu den nächsten Karten. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, wenn ich irgendeine Karte vergessen habe oder so, tut es mir wirklich leid. Ich habe versucht, auf viel zu achten. Ich glaube, ich habe 21 Karten oder so. Ist auf jeden Fall viel dabei. Dann haben wir die St. Patrick's Day Karte. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Die wird garantiert nicht so kommen, schätze ich, weil dieses silberne, da wo der Name von Hazard steht, passt einfach gar nicht zu der Karte. Dann haben wir die Pro-Player Karte und die Scream-Karte. Die Scream-Karte finde ich ist sehr, sehr gut gelungen. Und die Pro-Player-Karte ist halt auch sehr, sehr schlicht gehalten, sieht aber auch nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Jetzt kommen wir schon zu den letzten Karten. Und hier seht ihr schon, ja, Champions League Man of the Match und Europa League Man of the Match. Die haben jetzt die Champions League-Rechte, deswegen denke ich, dass die Karten auch so genannt werden. Oder auch ungefähr so heißen, ich weiß nicht, ob die genauso heißen. Ja, weil sie jetzt die Rechte haben, der Champions League und schätzen, wird es auch eigentlich Europa League Karten geben. Früher waren das ja immer diese Team of the Group Stage Karten. Jetzt sind das dann die Champions League Karten und die Europa League Karten, die dann durch die Rechte halt freigeschaltet wurden. Und dann haben wir halt noch die Team of the Year Karte, die es aber auch schon in einem Card Predictions bei FIFA 17 gab und diesmal wieder dabei ist. Ich würde sagen, Jungs, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war jetzt das erste FIFA 19 Video. Ich habe mir da auch wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die ganzen Kartendesigns rauszusuchen, Informationen,
also jetzt auch zu den anderen FIFA 19 Videos und auch hier die ganzen Kartendesigns dann nochmal extra erstellen. Also es ist schon wirklich Arbeit, das müsst ihr mir glauben. Und ich hoffe wirklich, dass ihr dafür auf jeden Fall auch ein Like da lasst. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ist kein Muss, aber wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst ein Like da und abonniert auch gerne und aktiviert die Glocke und teilt das Video gerne mal mit euren Freunden, wenn die Bock auf FIFA 19 haben. Hashtag FIFA 19 Hype. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Alleine bis zum nächsten Mal und ciao!